Freunde, in Ausgabe 9 haben sich in unserem Rassenporträt ganz gelassene Riesen plumpsen lassen. Ihre Geschichte ist untrennbar mit der schwäbischen Stadt verbunden, in der ich auf die Welt gekommen bin. Leonberg in der Nähe von Stuttgart. Die Rede ist natürlich von den Leonbergern. Bei meiner Recherche habe ich Standfestigkeit bewiesen, denn die Hunde haben gezeigt, warum sie auf Englisch auch Leonberger genannt werden. Sie lehnen sich gerne an, während sie sich kraulen lassen. Bei mehr als 50 Kilo Gewicht und Widerristhöhen von bis zu 75 Zentimetern allein bei Hündinnen bringt das Unvorbereitete schon mal aus dem Gleichgewicht. Die Hunde sind imposant, aber gerade bei Familien beliebt, denn sie bleiben gelassen und souverän, auch wenn es um sie herum mal stressig wird. Sie sind sehr gerne mit ihren Menschen in der Natur unterwegs und können auch mal aufdrehen. Mehr über die Leonberger erzähle ich euch im Rasseporträt in Ausgabe 9. In diesem superschönen sommerlichen Heft findet ihr außerdem unser Schwerpunktthema Ab nach draußen. Mit tollen Wandervorschlägen für ganz Deutschland, einem Artikel über Canicross und Obstacle Course Runs und Möglichkeiten, wie ihr mit eurem Hund im Wasser richtig viel Spaß haben könnt. Frohes Lesen!